Herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir haben beim letzten Mal das Schleimviech hier erledigt. In hartem Kampf. Und gucken nun, wie wir wieder zurück an die Oberfläche kommen. Das war furchtbar. Dieser Prozess. Als ob Deborah uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich verurteilt, als ob mich nie wieder jemand verstehen würde. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Unwissenheit ist schuld. Die Epidemie hat sie um den Verstand gebracht. Sie konnten sich der Wahrheit nicht stellen, also zeigten sie mit dem Finger. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Ich sehe nichts. Doch da. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Aufzug wieder nach oben nehmen. Dürfen wir nicht. Ah, weil er schon da ist. Perfekt. Scheint festzustecken. Warum? Schade. Ich dachte, der würde wieder funktionieren. Na gut, dann halt hier. Okay, dann den ganzen Weg wieder zurück. Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen. Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infamer vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Das tut mir leid. Vergeben und vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. Wie erquickend ist es für die Seele. Eine Sache, meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst. Wo ging das hier rein? Oh, hier. Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen. Während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott
Doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es Ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr? Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein, ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte beginnt mit einer Frau, einer Lehrerin, die friedvoll lebte, bis eine Seuche kam. In ihrer Angst blickten die Bürger zum Gouverneur. Der Teufel wandert unter uns, sagten sie. Ihr müsst uns retten oder wir suchen uns jemanden, der es kann. Der Gouverneur wusste, dass er machtlos war. Aber er konnte ihnen eine Hexe geben. Sie würde gestehen oder verurteilt. Deborah Comenius war eine Hexe, Mr. McGrath. Sie war das Werkzeug des Teufels und noch Schlimmeres, viel Schlimmeres. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt. Aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar: Es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Na, vergesst die Sache einfach. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist, auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr. Und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht.
Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrath. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu! Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht! Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat, verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Ja, wir werden ihn natürlich trotzdem verschonen, weil wir ja am Ende das tolle Ende da haben wollen. Und das Antheer aufsteigt. Ihr behauptet, eure Anhänger hätten euch dazu gezwungen. Für das Allgemeinwohl habt ihr ihre Mordlust erduldet. Ihr seid schuldig. Aber euer Motiv... Ihr fandet Gefallen an eurer magischen Hexenjagd, euren trivialen Ritualen. Ihr dachtet, man würde euch für eure Bescheidenheit und euer Können loben. Aber ihr habt weder noch. Jetzt steht ihr vor dem Scherbenhaufen. Und doch maßt ihr euch an, der Beschützer dieser Menschen zu sein. Ich habe den Schuldigen ausfindig gemacht, den Teufelsanbeter, die Quelle des Bösen, die eure Gemeinde ins Verderben zieht. Es tut mir leid, mein Sohn. Das soll wohl ein Scherz sein. Das kann nicht was, sein. Was, dieser Trottel? Oh, nein. Mein Sohn ein Hexer? Ihr wollt uns wohl auf den Arm nehmen, mein Freund. Legt Beweise vor oder zieht diese lächerliche Anschuldigung zurück. Nun wollt ihr also Beweise? Über Jahre hat Lemmy sich in eurer teuren Bibliothek voll mit verbotenem Wissen herumgetrieben. Aber er hat seinen Vater übertroffen. Er hat gelernt. Lemmy hat Caleb Watson das dunkle Ritual beigebracht, um sein geliebtes Weib von den Toten zu erwecken. Ich wollte doch nur helfen. Ich habe nichts Falsches getan. Nein, Herr, erbarme dich. Was eine Schande. Verflucht. Der Junge war schon immer seltsam. Nein, nein, Lemmy ist ein guter Junge. Ich lasse nicht zu. Ruhig, Gouverneur. Euer Sohn hatte gute Absichten. Und seine Fehler, so schwer sie auch waren, haben den Brunnen nicht vergiftet. Vergebt mir, dass ich in einem Haus Gottes fluche, aber das ist doch ein verdammtes Affentheater. Habe ich euch je enttäuscht? Haben wir in finsteren Zeiten nicht durchgehalten? Habe ich euch nicht beschützt? Von seinem eigenen Fleisch und Blut hinters Licht geführt. Wie konnte er nur so blind sein? Vertrauen. Der Verbanner hat den Fluch gebrochen. Vor uns liegen sonnigere Tage.
Ich wusste gleich, dass ihr und eure Dame für Ärger sorgen würdet. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Treibt es nicht so weit, Heskel. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, eure Schuld zu begleichen. Das ist mehr, als ihr Deborah zugestanden habt. Seid verdammt, Verbanner. Die Bezahlung für die Aufhebung des Fluchs, sie ist unanfechtbar euer. Jetzt und in Ewigkeit. Ich freue mich darauf, euch nie wieder sehen zu müssen. Ihr solltet nicht darauf zählen. Meine Arbeit hier ist noch nicht zu Ende. Ich hasse diesen Ort. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Ja, wir ruhen uns aus. Und dann müssen wir wahrscheinlich doch noch den zweiten Weg irgendwie gehen, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Content hinter... dann einfach weggeschmissen wird quasi. Wo war denn das aus? Hier oben, ne? Du bist wütend. Ich seh's dir an. Natürlich tust du das. Du denn nicht? Ja. Angewidert. Dieses Land ist dem Untergang geweiht. Ich spür's in meinen Knochen. Es mangelt ja jedenfalls nicht an Leid. Und Haskell, als er Deborahs Hinrichtung anordnete. Ich weiß, wir sind zusammen. Und das macht uns stark. Aber ich bin dennoch so müde. Verlier dich nicht. Du hast so viel mehr getan, als ich je von dir verlangen hätte können. Ich tue, was notwendig ist. Und ich tue es gern. Du musst nichts von mir verlangen. Je näher wir meinem Körper kommen... der Wahrheit darüber, was hier wirklich geschehen ist, desto stärker fühle ich mich. Meine Sinne werden schärfer. Als ob ich die Stille schmecken, den Holzrauch riechen, deine Körperwärme wahrnehmen und Deborahs Zorn spüren könnte. Es fühlt sich an, als wäre er ein Teil von mir. Ich kann ihre Wut nachvollziehen. Ich spüre ihren Zorn und kann gar nicht anders, als sie zu verstehen. Aber diese Wut in mir, die Furcht. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen, als ich von zu Hause fort bin. Du hast geglaubt, Wut und Furcht... Ich dachte zumindest, dass ich sie kontrollieren könnte. Ich wäre eine große, böse Verbannerin und hätte keine Angst vor Geistern. Aber diese Tortur hat mich bis ins Mark erschüttert. Und jetzt schlängelt sich sogar die Schwester, von der ich dachte, sie wäre für immer fort, wieder zurück in mein Leben. Deine Schwester, Ayomide, war ihr Name, richtig? Nein, nicht sie. Bevor ich Kuba verließ, als ich noch klein war, hatte ich eine Freundin, die ich meine Schwester nannte. In dieser Nacht, der Nacht, in der ich starb, träumte ich von ihr. Ich träumte von Kalendra. Bist du dir sicher, dass es nur ein Traum war? Hast du deshalb ohne mich die Schule verlassen? Ja, es muss ein Traum gewesen sein. Sie war nicht dort. Wie sollte sie auch dort gewesen sein? Aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich könnte es schwören. Aber wie hätte das sein können? Dann war es vielleicht der Nachtmahr? Ich glaube nicht. Der Nachtmahr war in der Nähe. Was ich gefühlt habe... das schien von weiter weg zu kommen. Fast als wäre es eine andere Ebene des Seins gewesen. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, sie sagte, wir seien eine Familie, die niemals getrennt werden könne. Dann will sie mich ersetzen, das kann sie vergessen. Ich bin jetzt deine Familie. Und nichts wird uns entzweien. Der Tod hat uns bereits entzweit. Es macht mich wütend, dass es so weit gekommen ist. Es macht mich wütend, dass ich dir Lebwohl sagen muss. Aber hier und jetzt werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, dich aufzufangen. So gewinnen wir. Danke,
dankbar für, dass du der netteste Mensch bist, den ich hier kennenlernen durfte. Danke, dass du am tapfersten bist. Okay, wir haben einen neuen Punkt, den wir einsetzen können. Werden 15 Geisterpunkte hergestellt. Das ist nett. Gewehrkolben nutze ich so gut wie nie. Das gefällt mir. Das nehmen wir mal. Okay, also Einfangen ist jetzt hier neu. Okay. Dann würde ich ganz gerne einmal die Rüstung aufrüsten. Und die Brosche. Perfekt. Dann machen wir mit dem Trauer und Groll dann beim nächsten Mal weiter. Sir Dean. Vielen Dank. Was soll das heißen, Sir Dean? Geht's hier doch noch weiter. Ich mach mal so. Ich kann nicht speichern. Fantastisch. Ich weiß nicht, ob er jetzt eben gespeichert hat. Wir können mal gucken. Nö, hat er nicht. Läuft. Sir Dean, was ist los? Ich glaube, sie kann uns nicht hören. Wir müssen zurück in die Sümpfe. Das verstehst du? Aber es ist ein Vogel. Es ist Ciri Dean, die durch die Krähe aus dem Totenreich spricht. Zu dumm, dass es nicht auch umgedreht funktioniert. Stell dir vor, auf solche Entfernungen Unterhaltungen zu führen. Ja, das wäre ganz verrückt. Aber wir können noch mal in die Entwicklung rein, denn wir haben jetzt ja... Ich dachte, wir hätten noch einen Punkt gekriegt. Scheinbar... nicht. Ah, verrückt. Okay, dann werden wir zur Insel zurück teleportieren beim nächsten Mal. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.